The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gewalttätige Erde. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Die Prophetie sagt nicht nur die Art und Weise und den Zweck der Wiederkunft Christi voraus. Sie nennt auch Zeichen, an denen die Menschen erkennen können, wann sie nahe ist. Der Schreiber der Offenbarung schildert das erste Zeichen, das der Wiederkunft vorausgeht. Da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Diese Zeichen wurden vor Beginn des 19. Jahrhunderts beobachtet. In Erfüllung dieser Prophezeiung ereignete sich im Jahr 1755 das schrecklichste Erdbeben, das je berichtet wurde. Obwohl allgemein als Erdbeben von Lissabon bekannt, dehnt es sich auf den größten Teil Europas aus, über Afrika und Amerika. Es wurde in Grönland gespürt, auf den westindischen Inseln, auf Madeira, in Norwegen und Schweden, England und Irland. Es breitete sich über eine Fläche, die nicht weniger als 4 Millionen Quadratmeilen umfasste, aus. In Afrika war der Erdstoß fast genauso schlimm wie in Europa. Ein großer Teil von Algier wurde zerstört. Und eine Ortschaft in der Nähe Marokkos, die 8.000 bis 10.000 Einwohner zählte, wurde vom Erdboden verschluckt. Eine ungeheure Wasserwoge überschwemmte die Küste Spaniens und Afrikas, überflutete ganze Städte und verursachte große Zerstörung. In Spanien und Portugal aber zeigte sich der Erdstoß mit extremer Gewalt. In Cadiz soll die Flutwelle angeblich an die 20 Meter hoch gewesen sein. Berge, einige der größten in Portugal, wurden so heftig geschüttelt, als würden sie in ihren Grundfesten erschüttert. Das Erdbeben geschah an einem heiligen Tag, als Kirchen und Klöster voller Menschen waren, von denen nur wenige entkamen. Man schätzt, dass an jenem Unglückstag 90.000 Menschen ums Leben kamen. Wie oft hören wir von Erdbeben und Wirbelstürmen, von Zerstörung durch Feuer und Überschwemmungen, die große Verluste an Menschenleben und Sachwerten verursachen. Diese Katastrophen scheinen launenhafte Ausbrüche von Naturgewalt zu sein, die außer Rand und Band geraten und von Menschen nicht beherrschbar sind. Doch aus all dem kann Gottes Absicht herausgelesen werden. Diese Katastrophen gehören zu den Mitteln, durch die Gott Männer und Frauen aufwecken will, damit sie sich ihrer Gefährdung bewusst werden. The Lord is coming. Are you ready?